Es ist Sonntagnachmittag, 10 vor 4 und ich bereite mir jetzt die erste Mahlzeit des Tages vor. Ich bin heute wirklich sehr spät dran, außer Müsli. Heute Morgen hatte ich nicht viel gehabt. Und bei mir wäre heute eigentlich ein Rückentag dran gewesen, aber ich habe mir gestern beim Armtag leider ein bisschen wehgetan. Ich habe es dann später gemerkt, es fing eigentlich schon beim Warmmachen an, als ich Facepulls gemacht habe für die hintere Schulter. Der Bereich hier vorne, bei dem ich da schon die ganze Zeit Probleme hatte, der hat sich dann wirklich bemerkbar gemacht. Und ich habe echt ein bisschen Probleme, gerade so die Hand zu heben, ja, oder den Arm zu heben. Deswegen werde ich heute mal einen Tag Pause machen und mal gucken, ob ich dann morgen den Rückentag nachholen kann oder ob ich dann irgendwie alternativ was trainiere. Aber ich dachte mir, hey, ich koche mir jetzt mal, wie gesagt, meine erste Mahlzeit, schöne Linsen. Und beantworte dabei mal ein paar Fragen, die ja zuletzt schon in den Videos so ein bisschen aufgetaucht sind. Worüber ich mich auch sehr freue. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass so ein junger Kanal nach 3 Wochen doch schon so viel Resonanz bekommt. Also von daher vielen Dank, dass ihr kommentiert und auch Fragen stellt unter den Videos. Und ich habe mir die natürlich, in der YouTube-App. Da gucke ich dann mal, falls mir dann irgendwann während des Kochens die Fragen dann ausgehen. Aber ein paar Sachen habe ich mir natürlich auch gemerkt. Und eine der häufigsten Fragen, die da tatsächlich gestellt wurden, war, wie groß ich bin. Und das habe ich unter den Videos schon beantwortet, für alle diejenigen, die es noch nicht gelesen haben. Aber ich bin 1,82 Meter groß. Da gab es ja auch die ein oder andere Verwunderung, warum ich dann so leicht bin. Aber da muss man mal ganz ehrlich sagen, dass ich natürlich auch viel abgenommen habe. Und von daher, wenn 8 Kilogramm Körperfett irgendwann weg sind, dann macht sich das halt einfach im Gewicht, beim Gewicht oder beim Look auch bemerkbar. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich schon immer sehr leicht war. Ja, also das höchste Gewicht, was ich tatsächlich hatte, war dann letztes Jahr im Sommer 2023, genau im Juni, waren dann 76 Kilo. Das war wirklich das Höchste, was ich jemals gewogen habe. Und das war für mich dann tatsächlich auch ein Grund zu sagen, hey, ich möchte jetzt mal wieder ein bisschen leichter werden und auch mal gucken, wie denn so eine Strandfigur aussieht. Da war schon auch klar, dass wir irgendwie im Winter wahrscheinlich in den Urlaub fahren. Und im Schwimmbad hat man es tatsächlich so ein bisschen gemerkt, dass ich da ein bisschen was drauf hatte. Ja, es war auch jetzt ganz aktuell irgendwie die Frage, wie groß mein Bauchumfang war. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht so genau. Also ich glaube, aber vielleicht liege ich total daneben, weil ich mich nicht gewogen, also gemessen habe. Also das ist etwas, was ich wirklich im Endeffekt verpasst habe, was ein bisschen blöd ist, dass ich nicht mit dem Maßband gemessen habe. Das habe ich eher dann zum Schluss gemacht, wobei ich da jetzt die Werte mir auch nicht aufgeschrieben habe. Aber ich glaube, es waren 96 cm damals. Aber da bin ich mir tatsächlich jetzt nicht so sicher, ob das tatsächlich stimmt oder ob ich da total daneben liege. Ich müsste mal mit aktuell messen und dann mal gucken, ob das irgendwie in der Form dann irgendwie passt zu dem, was ich jetzt dann auch heute für einen Bauchumfang an der Stelle habe. Aber es waren, wie gesagt, 76 Kilo waren das Höchste. Das heißt, das war die Ausgangslage, als ich mir dann gesagt habe, hey, ich mache mal dort an der Stelle eine richtige Diät. So, Größe 1,82, genau. Wie berechne ich meine Kilokalorien? Das war dann auch eine Frage. Also ich bin dann ganz klassisch über einen Online-Rechner an die Sache rangegangen. Ich war bei prophysik.com. Jetzt fällt mir der Name von diesem YouTuber nicht ein. Der ist Coach in den USA, der lebt in Florida. Müsste ich mal gucken, wie der heißt. Und der coacht halt Wettkampfathleten und ist auch in meinem Alter. Also ich glaube, der ist gerade mal, oder der ist jetzt 48, ich werde 48, also der ist in meinem Alter. Und trainiert schon deutlich länger und sehr intensiv und macht auch immer diese Body Transformations. Wie gesagt, die Webseite heißt prophysik.com. Da könnt ihr mal vorbeischauen. Und da ist ein Online-Rechner auf der Webseite und da habe ich das Ganze mal eingegeben. Und die Daten, die decken sich, später habe ich mir dann diesen Aura Ring geholt, die decken sich dann auch so ein bisschen mit den Daten des Aura Rings, auf den ich auch gucke. Also meine Kalorien, die ich jeden Tag verbrenne, das Einzige, was ich manuell eingebe, ist das Training, weil ich dann den Aura Ring nicht mitnehme, weil sonst wäre der zerkratzt und kaputt. Und die Messung beim Krafttraining kann er, glaube ich, auch gar nicht automatisch. Aber
mal kurz das Wasser hier einschütten. Aber das ist quasi die Art und Weise, wie ich meine Kalorien berechne. Also ganz normal, ich meine auf den Webseiten, das sind ja immer dieselben Formeln. Das ist eine feste Formel, die das errechnet. Und da gibt man dann seine Körpergröße. Bei Prophysik gibt man auch seine Daten an. Also deswegen, ich habe sie zwar eingegeben, aber mir nicht gemerkt. Also wie Brustumfang gibt man, glaube ich, nicht an, aber Hüfte und Bauchumfang gibt man, glaube ich, an. So. Ich lasse das Wasser jetzt schon mal kochen parallel. Ich habe jetzt hier Linsen reingemacht. Also es gibt heute zwei Versionen, weil meine Frau einen anderen Geschmack hat als ich. Hier sind dann gelbe Linsen und Hirse drin. Ich mache mir die roten Linsen und das Gemüse ist relativ gleich, aber die Würzmischung, die ich mir dann mache, die ist dann noch ein bisschen anders. So, genau, also Kilokalorien, ganz klassisch, auf irgendeine Webseite gehen, ausrechnen oder das Ganze halt mit einer Smartwatch oder mit irgendwas Ähnlichem machen. Wie lange trainiere ich schon, war auch eine Frage. Also ich trainiere tatsächlich schon relativ lange, allerdings ganz normal, hobbymäßig, ich glaube, wie alle anderen auch. Ich gehe einfach regelmäßig ins Fitnessstudio, das bestimmt schon seit 10 Jahren oder so, aber jetzt ohne irgendeine Ambition und ohne jetzt unbedingt seit längerem darauf zu achten, dass ich jetzt eine Physik bekomme. Das mache ich tatsächlich noch nicht so lange. Aber man wird natürlich auch influenced, ja, wenn man sich auf YouTube zum Beispiel Trainingsvideos anguckt, dann kriegt man ja automatisch mit, was die YouTuber dann so machen. Und da wurde ich natürlich auch ein bisschen beeinflusst, ja, weil das ja wirklich ein ganz netter Lifestyle eigentlich ist. Von daher, so richtig mit dem Plan dahinter, wirklich auch eine gute Physik zu bekommen, eine gute Figur, ja, bestimmt schon 3-4 Jahre, wenn nicht sogar noch länger. Ja. Die Pandemiepause nicht mitgerechnet. Die muss man natürlich noch dazu nehmen, waren ja auch noch mal 2 Jahre oder so. Also schon länger. Ja, also von daher blamet mich oder sagt nichts, dass man quasi nach so vielen Jahren Training anders aussehen müsste. Ja, das kommt natürlich immer darauf an, wie intensiv man es macht. Und auf der anderen Seite, Bodyshaming ist ja eh doof. Ne? Also das macht ja keinen Sinn. Von daher, ja, also schon eine Weile. Also ins Fitnessstudio gehe ich schon länger tatsächlich. So, jetzt lass mal gerade gucken, was es sonst noch für Fragen gab. So, jetzt habe ich meine Brille nicht auf. Dann kam noch die Frage auf, mit welcher App oder welcher Uhr ich meinen Schlaf tracke, weil ich ja quasi in jedem Video auch kurz sage, wie waren denn die Schlafwerte so. Das mache ich tatsächlich mit dem Aura Ring und der Ring und der dazugehörigen App. Ich trage gerne normale Uhren, ja, und von daher ist Smartwatch nicht ganz so mein Fall, aber ich fand diesen Ring eigentlich wirklich gut. Und der ist natürlich spezialisiert auf das Thema Schlaf, kann aber auch Aktivitäten, Bewegungen tracken, auch wenn man irgendwie draußen unterwegs ist. In Verbindung zum Beispiel dann mit dem iPhone kann man dann sehen, wie viele Kilometer ist man gelaufen, der kann Schritte zählen. Also alle wichtigen Daten, die grundsätzlich jetzt so eine Smartwatch auch kann. Von daher ist das jetzt meine Technik der Wahl, um das Ganze zu tracken. Dann war die Frage, warum so wenig Kalorien? Weil die jetzt inzwischen 2500 kommen natürlich dem einen oder anderen etwas wenig vor. Ich habe ja in der Hochzeit meiner Diät mit 1750 Kalorien oder bin ich ausgekommen mit 1750 Kalorien und war dann gewichtstechnisch irgendwas um die 67 rum. Also quasi in dem Umfeld, in dem ich mich jetzt schon seit einiger Zeit bewege, plus 500 Gramm, plus ein Kilo, je nachdem. Und so, ich muss mal kurz konzentrieren mit dem Gewürz hier. Und ich möchte natürlich schon wieder Muskeln oder aufbauen oder mehr Muskeln aufbauen. Wer möchte das nicht, der da regelmäßig ins Fitnessstudio geht? Allerdings möchte ich so wenig Fett wie möglich dabei zunehmen, weil ich das erste Mal überhaupt geschafft habe, dass ich hier kein Bauchfett habe. Ja, ich werde jetzt 48 und hatte das immer. Ja.
Jetzt heißt, muss ich natürlich ein bisschen meine Apps rausarbeiten, damit man die auch sieht, wenn ich da ein bisschen mehr vorne drauf habe. Aber im Endeffekt hadere ich da mit mir noch ein bisschen, weil ich natürlich gerne in dieser in Shape bleiben möchte. Ja, und das ist natürlich so eine Kopfsache aktuell. Deswegen gehe ich mit den Kalorien auch sehr vorsichtig und sehr langsam nach oben, um ja an der Stelle nicht zu schnell wieder zuzulegen. Gut, jetzt fängt das Ganze schon an zu kochen. Das heißt, ihr seht, wie schnell das im Endeffekt geht. Ich habe jetzt die Linsen drin, ich habe das Gemüse drin. Jetzt hat man nicht mehr so viel, außer halt Pilze und Lauch. Jetzt mache ich gleich noch ein bisschen Kokosöl rein, damit auch ein bisschen Fett drin ist. Und drehe das Ganze gleich mal direkt schon ein bisschen runter, sonst kocht das hier alles über. Habe ich schon mal meine Hormone checken lassen? Nein, habe ich nicht. Ja, ich glaube, das ist natürlich eine valide Frage mit 48. Ja. Gerade bei älteren Männern ist das natürlich ein Punkt, den man diskutieren kann. Sorry. Aber nein, habe ich noch nicht gemacht. Weißt du, wie viel Körpergramm Fett du hast? Ich habe mich ja neulich messen lassen im Fitnessstudio. Die haben so einen Bodyscan, da stellt man sich quasi barfuß drauf, nimmt zwei Dioden oder Sonden noch in die Hand und dann wird ein bisschen Strom durchgeschickt. Das dürfte bei allen Körpergewichtswagen dasselbe Thema sein und dann kommt es wahrscheinlich auch an auf den Algorithmus und die Logik dahinter. Da wurden jetzt, wenn ich mich recht entsinne, ich glaube 8,3% Körperfett gemessen. Das heißt, einstellig unter den 10 oder 12%, die oft ja mal als ideal angesehen werden. Und believe it or not, ja, es ist eine Tendenz. Es können auch mehr sein, ja, das ist schwer zu sagen. Aber im Endeffekt war das jetzt die Messung bei diesem Gerät. Alexa, Timer auf 23 Minuten. Und ich lasse das Ganze jetzt mal hier köcheln. Das heißt, die Vorbereitungen sind fertig. Ich weiß gar nicht, wie lang das Video jetzt geworden ist. Wahrscheinlich ewig lang. Ich scroll jetzt nochmal durch, ob ich eine Frage habe vergessen zu beantworten. Und wenn ja, gibt es dann einfach die Antwort dazu im nächsten Q&A. Morgen steht bei mir dann hoffentlich das Rückentraining an. Ich hoffe, dass das morgen geht. Möglicherweise werde ich dann keine Übungen machen können, bei denen man mit dem Arm über den Kopf geht. Also so Latzug und so Geschichten. Also vielleicht eine Ruderübung oder so. Das fühlt sich jetzt eigentlich, wenn ich diese Bewegung mache, eigentlich auch ganz gut an. Also mal gucken, das wird dann morgen früh der Fall sein. Morgen ist dann auch wieder Montag und Start in die Woche, sodass ich dann wieder vor der Arbeit ins Training gehen werde. Von daher freue ich mich drauf, genauso wie aufs nächste Video. Bis dahin.